So, servus. Ja, ich habe gerade Schokolade gegessen und da kann man auch ganz schön trinken, aber das nervt, wenn die ganzen Nüsse in den Zähnen hängen bleiben. Heute Thema Ziele, Vision. Wenn man jetzt das Ganze mal von hinten betrachtet, also von ganz oben, wo man hin will, und es dann immer weiter runterbricht, von den Jahren auf die Monate, auf die Wochen, auf die Stunden, auf die Minuten, dann kann man sehr gut berechnen, kalkulieren, indem man es immer weiter runterteilt, wie viel man tun muss, um das zu erreichen, was man erreichen will. Ich habe jetzt übrigens nebenbei mal gemerkt, auch in Einstellungen mal hier ein Video auf eine höhere Auflösung gestellt. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass das Licht hier in der Kamera hell reflektiert wird, also das Bild. Ich denke, das wird gleich besser sein. Aber wie gesagt, Thema Erfolg, Thema Vision, Thema Ziele. Die Nüsse nerven ein bisschen. Also ich höre übrigens die Videos nicht an, also ich gucke die mir auch nicht an. Ich nehme die auf und wenn der Ton nicht in Ordnung ist, müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben. Dann werde ich da was ändern, dann werde ich da lauter sprechen. Und auch deutlicher und langsamer sprechen. Auf jeden Fall habe ich heute einen Call gehabt mit jemandem, also gestern. Heute ist ja schon der nächste Tag, morgens. Ich nehme das Video mitten in der Nacht auf. Und uns ist aufgefallen, was sehr schade ist, weil es viele Menschen betrifft, die starten, die ein Business starten wollen und ein Network Marketing Business vor allen Dingen auch starten oder allgemein ins Unternehmertum kommen wollen, dass es Menschen gibt, die dort relativ erfolgreich sind, die schon Geld verdienen, die es nicht unbedingt schwer haben, irgendwie voranzukommen, aber Leuten wie mir, die es wirklich nicht einfach haben, die mit dem Thema nichts am Hut hatten, die auch von Familien, Freunden, Umfeld einfach ja, da negativ beeinflusst werden, im nicht gemerkten negativen Sinne, weil die meisten merken das ja nicht, dass sie irgendwie ihren Mitmenschen nicht die richtige Unterstützung geben, also nicht böse gemeint ist, weil sie einfach nicht besser wissen. Und da ist es einfach so, dass wir gemerkt haben, dass es leider viele Leute gibt, die erfolgreich sind, die aber nur Leute, also die sagen den Leuten, sie unterstützen sie, sie geben den Input, den sie brauchen, sie geben denen die ganzen Texte, die sie brauchen, um irgendwie voranzukommen. Aber irgendwie merkt man dann später, sie lassen diese Menschen im Stich. Also ein paar kenne ich, die halt dranbleiben und den Leuten nochmal schreiben, wie es aussieht, wie es vorangeht, was echt gut ist, was auch hilft. Um nochmal da den Anhang zu finden, wie man den Leuten noch weiter helfen kann, wo es hängt, wo es hakt, wo es Probleme gibt. Was aber nicht gut ist, wenn man ab und zu mal sporadisch irgendwie Neuigkeiten gibt, die wirklich gerade aktuell neuestem Stand sind und dann irgendwie den Leuten aber trotzdem diese Professionalität nicht vermitteln. Also die einfach nur darauf aus sind quasi, ach, du machst halt, was du machst, mir ist scheißegal. Solange ich meine Provision habe, ist es mir wurscht. Solange ich meine Vergütung habe, ist es mir wurscht. Ich unterstütze dich halt so, wie ich gerade Bock habe, aber der Rest ist egal. So, da wir hier nicht meckern und nicht viel Negatives reden wollen über andere oder sonstige. Gehe ich jetzt mal auf meinen nächsten Weg ein. Und zwar werde ich jetzt gucken müssen, dass ich mir die nächsten Bücher bestelle, die PDFs, die ich habe, mal durcharbeite, aufschreibe, was ich denn daraus lernen kann,
was meine Reflexionen sind, was meine aktuellen Probleme sind, was ich das nächste in meinen Tagesablauf reinnehme. Im Moment schreibe ich Tagebuch. Ich habe jetzt seit heute, also seit gestern, habe ich jetzt ein, was war das nochmal, Haushaltsplaner, den ich dann am PC alles ausfülle und eintrage. Das ist also dieses Jahr werde ich den komplett nutzen, um da wirklich mal eine Buchhaltungsstrategie reinzubekommen, um zu sehen, was wirklich da ist, um das nicht nur im Kopf zu haben. Und einfach den Überblick zu sehen. Das sind einfach so die alltäglichen Dinge, die eigentlich keiner anspricht so richtig oder einige vielleicht ansprechen, aber es einfach irgendwie anscheinend nicht so zum Erfolg gehört. Obwohl das zum Beispiel Robert Kiyosaki gesagt hat auch, dass er in seinem Buch das sagt, dass er Haushalt bzw. ja, eben dieses ganze Thema Finanzen sehr wichtig ist. Und man, ja, jetzt habe ich es wieder gefunden, Buchhaltung. Eines der wichtigsten Themen, die man drauf haben sollte, die man drauf haben muss, um auch finanziell erfolgreich zu werden, Erfolg zu bekommen. Das Thema ist einfach, wenn du deine Finanzen nicht im Griff hast, hast du dein Leben nicht im Griff. Und deine Finanzen sind das, was wir jeden Tag haben. Wenn du zur Arbeit gehst, auch wenn du sie nicht magst, die Arbeit, oder wenn du sie magst und liebst, aber wenn das Geld am Ende nicht des Monats stimmt, dann stimmt irgendwas mit dem Leben nicht. Das heißt, hinten raus, du hast keine gesunde Ernährung, du hast kein gesundes Leben, du hast kein, du kannst keine Hobbys machen. Und bei mir ist es gerade auch echt schwer. Also ich sag mal so, ich habe Glück, dass ich in der Familie Leute habe, die mir das abnehmen zum Großteil, was ich sehr unangenehm finde, aber trotzdem dankbar bin. Weil irgendwo merke ich halt, dass die mir trotzdem sagen, kümmere dich darum, spar, dann kannst du dir mal was leisten. Und im Nachhinein aber denke ich mir dann so, mache ich gerne, würde ich jetzt auch anfangen. Problem ist nur, ich habe kaum Geld am Ende des Monats, oftmals. Also ich sehe irgendwie, fließt es mir durch die Hände, aber ich weiß nicht wohin. Und jetzt durch den Haushaltsplaner werde ich das alles mal die nächsten Monate beobachten. Ich lege auch immer 10% auf die Seite, bevor ich alle anderen Ausgaben habe. Und jetzt werde ich erstmal schauen, dass ich das Geld zusammenkriege, dass ich das investieren kann in das Business Coaching. Und dann werde ich schauen, wie ich da vorankomme. Ich werde auf jeden Fall jetzt alles daran setzen, die nächsten Wochen, Monate zu lernen, zu schuften, weiterhin Fitness zu treiben, also regelmäßig, dreimal die Woche. Und ich werde mehr auf meinen Körper achten, auf mein Inneres, also heißt mein Gefühl. Ja, ich werde einfach das Leben mehr genießen. Ich werde mehr Routinen einführen, neue Routinen. Immer so wochenweise, glaube ich. Oder wenn es mir halt gerade danach passt, wenn ich denke, okay, das fühlt sich gut an und teste das mal aus. Und dann werde ich das einfach so durchziehen. Und ich werde dann auch mal auf Instagram, auf Facebook mal Posts machen, wie das dann ungefähr aussehen kann und aussehen wird. Und auch mal ein paar Berichte dazu schreiben vielleicht. Und natürlich kleine Videos drehen wieder hier auf YouTube, was ich jetzt wieder regelmäßig machen will. Ja, mal so als Update. Aber ansonsten muss ich mir überlegen, wie, wann, wo ich Videos mache, weil wenn mir der Input fehlt, dann will ich nicht irgendwas rausziehen irgendwo, nur um das zu füllen, einen Lückenfüller zu nehmen. Das will ich nicht. Ja, weil ich will das nicht nur aus Langeweile machen. Ich will es machen, um den Leuten was zu bieten.
Ja, ich bin jetzt auch müde. Ich sollte schlafen gehen. Ich hoffe, ich kann schlafen. Ja. Ich glaube, dann habe ich schon.